Ostermontag. Am ersten Tag der Woche, Ostersonntag, war die Auferstehung das große Ereignis. Erst langsam spricht sich alles um und wir hören von zwei Jüngern, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind, die sich fragen, was all die Ereignisse bedeuten sollen. Sie unterhalten sich und bekommen noch einen Begleiter. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantworteten und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Es haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem Glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Die Emmaus-Geschichte. Zwei Jünger, die von Jerusalem nach Emmaus unterwegs sind, erleben auf diesem Weg einiges, wobei sie sich selbst verändert haben. Am Anfang sind sie traurig, weil sie an die Ereignisse von Jerusalem denken, dass Jesus gekreuzigt wurde und gestorben und begraben wurde. Auf diesem Weg, so wird erzählt, naht sich Jesus, ohne dass sie ihn erkennen, und sie kommen in ein Gespräch und am Ende sind sie völlig verändert. Eine Idee ist,
zu sagen, sie sind wie gesund geworden, obwohl ja ein Trauer nicht unbedingt eine Krankheit ist. Trotzdem sind sie verletzt und wissen für ihr Leben erstmal nicht weiter, weil sie sich ganz auf Jesus und seine Gemeinde konzentriert hatten. Und jetzt schien alles zu Ende zu sein. Sie begegnen also Jesus, ohne es zu wissen. Und er fragt sie nur, er hört ihnen zu. Was unterhaltet ihr euch? Und dann erzählen sie von Jesus und was ihm passiert ist. Er hört ihnen zu und fragt, ja, was ist denn? Was bedeutet das denn? Und sie erzählen von ihrer Hoffnung, dass Jesus der war, auf den sie gehofft haben, dass er der Erlöser von Israel wäre. Durch diese Rückfrage wird den Jüngern deutlich, dass hier jemand zuhört. Alleine dieses Zuhören hilft ihnen schon und tut ihnen gut. Als sie dann von sich aus viel erzählen und wie aus heraussprudeln, was alles passiert ist, da stellt Jesus eine Rückfrage, ob es nicht denn alles so sein musste. Und er erklärt ihnen, dass eigentlich den Propheten es in der Vergangenheit immer schon so gegangen ist, dass sie Gottes Wort weitergegeben haben, die Menschen zur Umkehr gerufen haben und dafür leiden mussten und sterben mussten. Warum sollte es Jesus anders gegangen sein? Diese Erklärung, diese Rückbindung an die Heilige Schrift, an die Verheißung Gottes, dass Gott durch das Leiden hindurch seinen Auftrag erfüllt, hat ihnen geholfen. Und sie gehen weiter und kommen an eine Stelle, wo sich Jesus verabschieden möchte oder so tut, als wollte er sich verabschieden. Und sie sagen, er soll bei ihnen bleiben, weil sie spüren, seine Hilfe, seinen Trost brauchen sie in dem Moment. Und er kommt mit ihnen, isst zusammen mit ihnen das Abendessen, sie feiern das Abendmahl. Und auf einmal ist er nicht mehr da und sie merken, das war Jesus selber, der ihnen begegnet ist und sie verändert hat. Und dann kommt der berühmte Satz, brannte nicht unser Herz in uns, als wir auf dem Wege waren. Damit sagen sie, dass eigentlich schon auf dem Weg, bevor sie merkten, dass es ihnen besser ging, Jesus schon mit seinem Heilungswerk begonnen hat, mit seiner Heilung. Schon als es ihnen schlecht ging, Jesus aber bei ihnen war, ihnen zugehört hatten, wurden sie geheilt. Und so ist es oft bei Trauer oder auch bei Krankheit, dass die Heilung ansetzt und wir spüren es noch nicht. Und hinterher können wir sagen, ja, gerade in dieser schweren Zeit hat es angefangen, besser zu werden. Mit dieser freudigen Erfahrung gehen sie wieder zurück nach Jerusalem, erzählen das den übrigen Jüngern und sie tauschen sich aus. Sie haben alle die Erfahrung gemacht, Jesus ist ihnen begegnet, je auf seine Weise und ihre Weise und freuen sich, dass Ostern für alle gekommen ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Musik.